Die Zeit haben Sie vernommen, 17 Uhr und so ein paar Sekunden. Und das Ganze scheint heute für meine, ja, Einwendung hier so ein bisschen verzeihend. Das scheint sehr kurzweilig zu werden, was ich Ihnen heute im Schlagerlotto am Sonntag offeriere. Denn ich habe einen Gast und das wird 30 Minuten nicht nur mit Musik, sondern mit Plauderei ausgefüllt sein. Die Live-Sendung aus unserem B-Studio hier aus der Kronerstraße 2 in 37073 Göttingen. Und damit starten wir schon nach einem wunderschönen Abend in den schönen Tag. Durch die Bäume blinkt golden das Meer, Sonnenlicht, sitz allein am Fenster und wecke dich nicht. Folg den Flügen der Möwen, seh Wolken, die ziehen, hör dich atmen und denke, wie glücklich ich bin. La la la, la 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 la, ein schöner Tag, ein schöner Tag, ein schöner Tag. Lauf mit mir zu den Felsen und schau ins Blau auf die tosenden Wellen, so endlos und rau. Bei den Dünen am Strand leg ich mich zu dir hin und ich küsse dich und denke, wie glücklich ich bin. La la la, la la la. Durch die Bäume blinkt Silber, das Meer Mondenschein. Deine Haut schmeckt nach Salz, dunkel leuchtet der Wein. Und dein Lächeln, es zieht mich so sehr zu dir hin. Halt dich fest und ich denke, wie glücklich ich bin. La la la, la 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 la, ein schöner Tag, ein schöner Tag. Ein schöner Tag und ich habe so einen schönen Tag mit einem Gegenüber, einem Pendant gegenüber, Larissa Strogoff. Schönen guten Abend. Larissa, wir haben nicht nur einen schönen Tag, sondern wir hatten gestern einen wunderschönen Abend in einer ja, tollen Privatatmosphäre. Es war ja ein kleines Privatkonzert. Mhm. Wann warst du eigentlich das letzte Mal hier bei uns in Göttingen? Oh, ich glaube, das ist schon lange her. 20 Jahre ungefähr oder ein bisschen mehr. Ja? Ja, ja, wunderbar. Ja. Und hast noch nicht viel von unserer Heimatstadt gesehen, ne? Ein wenig, aber das, was ich gesehen habe, fand ich unglaublich schön. Ja, siehst hat du. Hat mich sehr, sehr angesprochen. Und was ich jetzt sehe, das finde ich auch unglaublich schön. Denn wir sind uns, und das können wir unseren Hörern ruhig mal verraten, wir sind uns begegnet, dank guter Freunde aus dem Vorharz, aus Hattorf. Und die beiden möchten wir mal ganz herzlich grüßen. Das ist die Gabi und der Michael und der Junior, der gerade eine Operation hinter sich hat und jetzt noch ein bisschen schmerzverzerrt humpelt. Ne? Aber den Gerrit, den grüßen wir auch mal ganz herzlichst. Und die drei kennst du sehr gut und viele Jahre schon, ne? Ja, die kenne ich schon sehr lange. Ich bin vor vielen Jahren mal in der Rudi Carrell Show aufgetreten und
Ja, meine Tante hatte einfach eine Kassette dahin geschickt. Ich wusste das gar nicht, mit einem Song von Alexandra. Ja. Und dann bin ich in diese Sendung gekommen. Und der Michael, der hat damals diese Sendung gesehen und hat dann seinen Freund Bernd Dietrich angerufen. Der ist damals der Produzent von Matthias Reim gewesen. Na, das ist kein Unbekannter und, hier bei uns. Und so sind wir damals in Kontakt gekommen. Und wir haben damals auch ein paar Probetitel aufgenommen. Es war eine total schöne Zeit. Und die schöne Zeit, die lebte gestern Abend wieder auf. Ja. Und ich habe das vielen dieser anwesenden Zuhörerinnen und Hörern angemerkt, die haben dir gebannt auf die Lippen geschaut. Die haben gedacht, das ist nicht wahr. Diese Stimme, woher holt die Kraft? Und ich habe dich auch beobachtet. Ich durfte nämlich da so als stiller Teilhaber so ein bisschen im Hintergrund an der Technik sitzen. Mhm. Und auch mir ist es so gegangen. Mir ging das ein oder andere Mal so ein richtiger Schauer über den Rücken beim Klang deiner Stimme. In dieser Stimme, in der nicht nur Textpassagen dir sehr wichtig sind, sondern in der du vor allen Dingen auch Herz reinbringst, Seele und Herz. Und das muss ich dir mal sagen, das ist mir selten passiert. Also Alexandra, du hast sie angesprochen. Das war eine Legende oder ist eine Legende. Und das war eine ganz tolle Frau. Aber ich muss dir schon sagen, du bist auch einmalig. Und das kann ich dir jetzt heute hier im Studio sagen, denn du sitzt mir nicht nur gegenüber. Ich habe auch Musik für dich aufgelegt oder ausgesucht. Der große Traum. Und da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, aber erst einmal hören wir den Titel an. Also einmalig heute in unserer Sendung. Ich bin von vielen Kollegen hier und von der Redaktion beneidet worden. Die haben gesagt, Mensch, das gibt's doch nicht. Wie hat er das geschafft? Ja, ich hab's geschafft, dank guter Freunde. Staub bedeckt und ich beginn zu träumen, wisch den Staub behutsam wieder ab. Plötzlich spür ich Tränen, weil mein Herz mich an dich erinnert hat. Mit der
Teufel werde ich tun, den Zeiger rückwärts. Nein, ich lebe in der Zeit mit dir und ein wunderschöner Titel, ne? Also ich, das ist dir selbst eingefallen, ne? Der große Traum. Ja, ich schreibe fast alle Titel selber oder habe sie selber geschrieben. Und der große Traum, ja, den habe ich geschrieben in Erinnerung an meine frühere Internatszeit, wo die ersten Lieben, so die ganz zarten Liebesbande entstanden. Ja, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Nein? Ach, das war wunderschön. Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann glaube ich dir das gerne. Und das war einfach eine tolle Zeit. Und wie ist das ausgegangen? Also diese Liebe blieb unerfüllt, aber auch das, finde ich, ist gar nicht schlimm. Aber dann hast weil das Träumen ist auch sehr schön. Dann hast du aber auch das ganz große Glück im Leben gehabt und hast ja eine Familie und lebst da in der Nähe von Münster und da reden wir gleich noch drüber. Ja. Denn jetzt habe ich einen weiteren schönen Titel hier auflegen und der hat so ein bisschen Fernweh drin. Und obwohl wir ja im Moment an der griechischen Küste, der vielen Flüchtlinge da echte Schicksale jeden Tag in die Nachrichten erleben und das berührt schon ganz, ganz arg. Ich war einmal auf Kreta, auf der Seite zum libyschen Meer hin, also nicht auf Heraklion, oder auf der, wo der Flughafen da ist, sondern auf der anderen Seite durchs Gebirge durchfahrend und habe dieses Kreta auch noch in ganz tolle Erinnerung. Das Essen hat mich so begeistert. Aber im Moment haben die ja wirklich echte Probleme dort, ne? Schicksalsprobleme. Und du wählst so eine Insel aus als Insel meiner Träume. Ist sie ja trotzdem. Ja, das finde ich auch. Und der Titel, der hat uns auch den Hörern hier von Radio Niedersachsen nicht, sondern von der Stadtwelle hier bei uns eher dem Stadtradio Göttingen. Du weißt, wo du bist, ja? Im Herzen unserer Stadt. Ja. 107,1. Denn ich habe immer die Kollegen mal in Hannover auf den Titel aufmerksam gemacht und da kam dann so gar keine Reaktion. Vielleicht sollten die mal Kreta besuchen. Dann kommt auch der Funke über. Und hier ist Larisa Strogoff, mein Special Gast heute in der Sendung Schlagerlotto am Sonntag. Und hier ist der große Traum, den wir gerade hörten, nämlich die Insel der Träume, Kreta. Du bist zart wie eine wilde Rose, die mich bezaubert im Vorübergehen. Wind, Wind, trag mich über.
Also am liebsten, ohne mein Alter sage ich gar nichts, am liebsten würde ich jetzt in den Flieger steigen und gen Kreta fliegen. Was sind so deine Inspirationen? Wie entstehen deine Lieder? Das sind eigentlich Geschichten aus dem Alltag. Also zum Beispiel der nächste Titel, der liegt mir ja sehr am Herzen. Ich lebe in der Nähe von Münster auf einem Dorf mit meiner Familie. Ich habe zwei Söhne. Und also der eine ist jetzt 14 und mein jüngster Sohn ist 9 Jahre alt. Und vor einigen Jahren sind wir in unserem Dorf zu unserem kleinen Laden gegangen. Wir haben noch so einen richtigen kleinen Kaufmannsladen. So, also ein Tante-Emma-Laden. Ja, ein richtig, das gibt's wirklich noch. Ja, ja, und ja. Da gibt's noch diese Bonbon-Dosen und Himbeer-Bonbons, ja, so klebrige. Und, die Lakritzschnecken. Da denke ich an Frau Glotz, nicht, die hatte das früher auch. Ja, fangen das wir jetzt gar nicht von an, das ist gefährlich. Ja. Also wir sind zu diesem Laden gegangen und vor dem Laden saß ein Obdachloser mit seinem Hund. Und meine Kinder, die hatten das noch nie gesehen. Die waren also ganz überrascht, ganz ratlos und sagten, Mama, warum sitzt der da? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Mensch, der kein festes Zuhause hat. Aber warum? Und dann sind sie zu ihm hin und haben gefragt, hallo, wie geht's dir? Wir heißen so und was machst du? Und dann sind die so ins Gespräch gekommen und da hat der Mann sich so gefreut. Er hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, ich werde so oft ausgelacht und von Jugendlichen vertrieben. Auch und gehänselt. Ne? Gehänselt. Und er sagte, das hat ihn so berührt, dass meine Kinder so lieb zu ihm waren. Und dann hat er ihnen eine Tafel Schokolade geschenkt, die er gerade selber in unserem Lädchen geschenkt bekommen hatte. Ah, das finde ich toll. Und er hat mir dann auch seine Lebensgeschichte erzählt. Das hat mich unheimlich beschäftigt. Und dann habe ich ein Lied über sein Leben geschrieben. Du hast die Musik geschrieben. Und den Text. Und den Text. Und das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Manchmal bekommt man ja Texte geliefert, aber umso schöner ist es, hinter dem Inhalt zu stehen. Also bei diesem Lied hört man nicht nur Begeisterung raus, sondern auch sehr viel Schicksal und Tagesgeschehen. Im Moment Menschen, die als Stadtstreicher abgelehnt werden von der Gesellschaft, die es aber gar nicht sind. Und man kennt nicht die Geschichte hinter den Obdachlosen. Warum sind sie auf der Straße gelandet? Und das hast du trefflich in einem Text hier zu bieten. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf 107,1 darf ich Ihnen meinen Special-Gast heute in dieser Sendung Schlagerlotte am Sonntag auch weiterhin ins Ohr bringen mit Der alte Mann. In unserer stillen kleinen Stadt traf ich den alten Mann. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er hatte Lumpen an. Er saß auf einer morschen Bank im Park in unserer Stadt. Sein Atem roch nach Bier und Wein. Er lud mich freundlich ein. Die Leute, sie lachten ihn aus, doch er machte sich nichts daraus. Sie kannten ja nicht seinen Schmerz, verborgen in seinem Herz.
Verein. Die Straße war sein Zuhause. Trotzdem blieb er ein freundlicher Mann, bot sein einziges Brot lächelnd an. Auch er war ein Mensch aus Liebe und Licht, nur die anderen sahen es nicht. Ich sehe jetzt auch einen Engel vor mir und Sie werden es nicht glauben. Ich muss da ganz schnell mal rüber schlittern und habe schon den nächsten Titel aufgelegt. Hier bei uns heute Larissa Strogoff. Viele meiner Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass am Sonntag bei uns im Schlagerlotto neue Namen verlesen werden, neue Titel vorgestellt werden. Aber manchmal beiße ich mich ja auch an einigen in der Musik richtig fest. Da finden dann die große Hörerschar hier bei uns den Titel gut und dann spielen wir dann ihn auch wieder. Aber wie bei einem Schlagerlotto ist es heute so, ich habe hier einen Treffer gelandet. Ne? Also der eine ist über 3 richtige, der andere über 4 richtige. Hoch erfreut, ich habe einen 6er im Lotto gewonnen. Dank dir, Larissa. Also diese Geschichte vom alten Mann, die hat viele unserer Hörerinnen und Hörer berührt und deswegen haben wir sie heute auch ausgewählt in einer halben Stunde, die richtig schön mit dir gestaltet werden kann. Am gestrigen Abend, das hat mir nachher der Andreas persönlich nochmal gesagt, in unserem kleinen Resümee des Abends, da war deine Stimme, das war die tragende Sache. Die Technik war im Hintergrund, nachher ganz brillant dein Gitarrenspiel. Und wenn ich dann so aus der Branche wie die Familie Gutzeit oder Familie Dietrich begeisterte Blicke sehe, ich konnte das alles so aus der Vogelperspektive beobachten und vor allen Dingen die vielen Menschen, die ja in den verschiedensten Altersgruppen waren. Also da war zum Beispiel Frau Dr. Mühlmann mit 95 Jahren, die ganz hellauf begeistert waren, waren aber auch junge Menschen drin und heute Nachmittag hast du nochmal Engel vor dir gehabt, das war die Familie Engel, die hast du heute kennenlernen dürfen und die erfreuen sich hier zu Hause auch an deiner CD. An dieser wunderschönen CD, die heißt Meine russische Seele. Also Duscha oder Duscha? Duscha. Duscha. Ja. Das habe ich auch mal ein bisschen Russisch gelernt. Ja. Und deswegen würde ich dich jetzt überraschen mit einem Instrument, das heute in der Musikbranche kaum noch perfekt gespielt wird. Es fällt mir jetzt gerade Herr Silbereisen ein, der kann das ja gut auf der Steirischen. Aber das Akkordeon ist wieder zur Würde gekommen. Die Geige, das Akkordeon und viele andere live gespielte Instrumente können einen bei einer Feier inspirieren und das Akkordeon lassen wir jetzt erklingen und danach hast du zum Akkordeon auch eine kleine Geschichte, denn du bist im Duett zu hören mit Rüdiger Schemar und ja. Ja, ganz herzliche Grüße, Rüdiger. Oh, das machen wir, der sitzt wieder am Internet. So viele Menschen gehen vorüber, jeden Tag an dir vorüber, aber einer bleibt stehen, den du nie gesehen. Ja, so lernten wir uns kennen und wir konnten uns nicht trennen von dem Lied in der Bar, das so herrlich war. Akkorde, Akkorde, Akkordeon, glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Wir sahen uns jeden Abend, Tag für Tag an jedem Abend. Und du sagtest zu mir, ich bleib immer bei dir. Und wir träumten von der Liebe, von der ewigen Liebe. Und wir glaubten daran, bis der Tag begann. Akkorde, Akkorde, Akkordeon, glaub an das Glück, denn sonst fließt
ich glücklich war und die Band spielte leise nur für mich unsere Weise. Aber du kamst nicht mehr und dein Platz blieb leer. Akkorde, Akkorde, Akkordeon. Glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. So viele Menschen gehen vorüber, jeden Tag an dir vorüber. Aber eine bleibt stehen, die du nie gesehen. Und dann glaubst du an die Liebe, an die ewige Liebe, die das Leben dir bringt, bis das Lied verklingt. Akkorde, Akkorde, Akkordeon. Glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Ja, da musste man schon eben die Ohren spitzen, damit man den Rüdiger dann wirklich beim Akkord, den letzten Akkord, noch einmal so richtig kräftig raushörte. Ein herrliches Duett. Wie ist es dazu gekommen? Das war eine ganz tolle Geschichte. Wir waren beide zeitgleich im Tonstudio. Also er? Ja, genau. Wir haben also unsere Aufnahmen gemacht und dann haben wir uns kennengelernt, ein Tässchen Kaffee getrunken, haben so geplaudert. Ja. Und, ist auch so eine alte Kaffeetante? Eigentlich bin ich eine Teetante, ja. Aber da gab es noch Kaffee. Ja, und auf jeden Fall, wir haben sofort gemerkt, dass wir uns ja mochten. Mhm. Und dann den muss man auch mögen. Das ja, und dann, ja, Rüdiger ist also wirklich ein Herzensmensch. Ja. Und ja, und dann meinte er, sag mal, Larissa, hast du nicht Lust, mal mit mir einen Titel aufzunehmen, zum Beispiel Akkordeon? Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, ja, das machen wir, das finde ich ganz toll. Ja, und dann sind wir einige Wochen später ins Tonstudio gegangen und haben diesen Titel eingesungen. Wir haben dann später auch Drehaufnahmen gemacht. Das hat riesig viel Spaß gemacht. Also es gibt auch ein Video. Es gibt ein Video, das läuft also recht häufig auch im deutschen Schlagerfernsehen. Ja, kannst du ruhig Reklame für machen, das und, ist hier gestattet. Auf jeden Fall, Rüdiger ist so lustig, er bringt mich immer zum Lachen und das finde ich ganz toll. Also ich freue mich immer, wenn ich von ihm Post bekomme. Der hat so eine richtig herzliche Art in seiner Schreibweise. So, und jetzt haben wir da noch einen Titel, der uns ein bisschen überleiten lässt, nämlich Die Tiger. Ja, und das ist ein sehr besinnliches Lied, das habe ich auch geschrieben. Und da geht es um Heimweh. Und ich finde diesen Titel jetzt im Moment wieder sehr aktuell, weil wir haben ja im Moment die vielen Flüchtlinge, die also zu uns kommen und das bewegt uns auch alle sehr. Und ja, ich habe mich mal versucht, da hinein zu versetzen. Wie ist das denn, wenn ich nicht mehr in meiner Heimat bin? Was ist die Definition für dich? Und wenn ich quasi in ein Land komme, wo eine ganz andere Kultur ist und eine andere Sprache und wo ich mich überhaupt nicht zu Hause fühle zunächst. Und deswegen passt das ganz gut jetzt auch zu dem Lied Heimat, was ich geschrieben habe, weil ich glaube, diese Verbundenheit dort, wo man ja seine Wurzeln hat, das bleibt bei jedem Menschen. Und wo ist für dich der Begriff Heimat? Ja, ich bin eine Kosmopolitin, kann man sagen, weil ich habe also weißrussische Vorfahren, polnische, ungarische, belgische und deutsche. Das hören unsere Hörer gern, die sind nämlich auch so vielfältig. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auf der ganzen Welt rumgekommen, aber hier ist doch schon so im Herzen meine Heimat. Siehst du, und das denke ich, das geht nicht nur dir so und mir so, das geht auch allen anderen so. Und dann wünschen wir uns, dass die zu uns kommen, eine neue Heimat finden. Das finde ich auch. Ja. Denn aus diesem Kriegsgetümmel zu uns hier in das doch recht beschauliche Göttingen zu kommen. Ne? Ja. Okay, wir hören deinen Titel, Tiger, meine Heimat. Und das heute im Schlagerlotto am Sonntag mit Larissa Strogoff, meinen ganz, ganz besonders bewundernswerten Gast. Sucht treibt mein Herz, woran könnte ich
den Schmerz vergessen irgendwann. Vorwärts treibt der Wind die Flocken, weißer Schnee bedeckt das Land. Wird die Liebe ewig brennen für mein Heimatland? Ja, ich reite zu dir, darf dich wiedersehen. Heimat in die Ferne musste ich einst gehen. Heimat wie ein Vogel musst vor Schnee. Erfüllt die Nacht, leise hör ich deine Stimme, wie ein Traum gebracht. Ach, wär der Winter schon vergangen, Eiskristalle funkeln blau, kalter Schnee hält mich gefangen, wohin ich will, weiß ich genau. Reite zu dir, darf dich wiedersehen. Heimat in die Ferne musste ich einst gehen. Heimat wie ein Vogel musst vor Schnee. Schon schimmert feucht die warme Erde, Gräser wiegen sanft im Wind. Morgenrot umfängt die Berge, dort wo wir gespielt als Kind. Ja, ich reite zu dir, darf dich wiedersehen. Heimat in die Ferne. Eins gehen. Heimat wie ein Vogel musst vor Schnee und eisig fliehen. Wenn wir uns bald wiedersehen, werd ich nie mehr gehen. Werd ich nie. Dieses heimatliche Gefühl von Larissa Strogoff, meinem Gast heute hier im Schlagerlotto. Und ich habe jetzt auch ein bisschen dein Temperament gestern Abend kennengelernt bei diesem kleinen Privatkonzert. Da war so eine Riesenpflanze mit irrsinnig vielen Blättern und die habe ich umgehauen. Nein, umgehauen hast du sie. Aber du hast sie in Bewegung gebracht und alle anderen waren auch sehr froh. Die saßen so eng wie die Täubchen auf der Stange und haben da ein bisschen Wind immer abbekommen. Aber ich muss jetzt noch dazu sagen, damit die Hörer und Hörerinnen das auch verstehen. Ich hatte einen Rock an, der ist ganz weit und lang. 50 Meter. Nein, der hat zwei Teller. Die Frauen wissen, was das bedeutet. Also und er hat einen Volant, da ist allein der Volant nur 50 Meter. Und wenn ich mich dann so drehe, also ich habe gesehen, wie die Leute die Gläser festgehalten aber haben. Aber du wirst auch nicht so schnell wieder 50 Meter Stoff, also das muss erstmal bewegt werden. Und das muss man erstmal sehen. Da vorne saß eine Schneiderin, die war früher eine sehr, die hat sich begeistert. Die Christa war begeistert. Aber du hattest auch einen riesen Vorteil und das werden so schnell Zuhörer nie wieder erleben, dass du ihnen so nahe sein durftest und dass sie vor allen Dingen auch gemerkt haben, dass du alles gegeben hast. Ja, weißt du, das ist so, ich
ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein und ich möchte den Kontakt haben. Ich möchte auch etwas über Menschen erfahren und deswegen auch meine Lieder, die ich schreibe. Ich habe fröhliche Lieder, ich habe besinnliche Lieder. Ich finde es jetzt auch toll, dass ich in deiner Sendung mal meine eher besinnlichen Lieder mal vorstellen darf. Ich mache mir sehr viel Gedanken über die Menschen und über das Leben und davon erzählt auch der nächste Titel. Und bevor wir zu dem kommen, das ist nämlich ganz wichtig, ich habe das, wie gesagt, mit der Nähe des Publikums, man hat ja sonst von der Bühne aus immer so eine Barriere, da liegen ja Meter dann zwischen und gestern hättest du mit Schwung auch ohne weiteres bei Michael oder Bernd auf den Schoß landen können, ne? Aber dir würde ich nie tun. Nein, natürlich, nee, aber bei deinem Temperament. Ich wollte einfach damit zum Ausdruck bringen, dass du himmeljauchzend zu Tode betrübt, also nicht betrübt bist, aber dass du ein sehr einfühlsamer Mensch bist. Ja. Das habe ich erlebt. Ja, das ist noch eine andere Seite von mir. Ich mache hier russische Zigeunermusik. Das ist meine große Leidenschaft. Ja, und da bist du auch mit Orchester unterwegs. Ja, das ist so temperamentvoll und so aus tiefster Seele. Das ist für mich... Ja, wie das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, wie ein Gottesdienst. Also das ist Lebensfreude, das ist Lachen, Weinen, alles zusammen und das ist Leben pur. Also Gottesdienst, da komme ich aber jetzt auf die Idee, jetzt werde ich eine Beichte los. Nein. Jetzt werde ich nämlich den kleinen Hinweis, gestattest du mir, am 27. oder auf den 27. hinweisen, bis in den Dezember rein, gehst du mit einem großartigen Entertainer und Kollegen mit Ronny, der heißt auch Ronny, was für ein Zufall, nicht? Ronny Weiland, der stammt aus Apolda, aus dem schönen Thüringer Land und ich kenne diese Stadt sehr gut und Ronny Weiland, der ist mal entdeckt worden von Ivan Rebrov. Ja, also er hat eine ganz tolle Bassbaritonstimme und er hat mal Ivan Rebrov in einem Konzert vertreten, als Ivan Rebrov schon sehr krank war. Und wir machen gemeinsam eine Tour, das heißt Weihnachten unter dem Klang der Abendglocken. Und da haben wir ein weihnachtliches Programm mit russischen Liedern, in deutscher Sprache überwiegend, und Weihnachtsliedern, besinnlichen Liedern. Und dann sind wir jeden Abend in einer anderen Stadt und da freue ich mich schon drauf und das wird großartig. Also dann wünsche ich euch beiden ganz, ganz viel Erfolg, volle Häuser und weihnachtliche, vorweihnachtliche Stimmung mit Ronny Weiland und Larissa, Jetzt die Armee. Genau, die Armee kommt jetzt, das ist ein ganz spezieller Titel, ein ganz besonderer Titel. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht zum Thema Krieg und Vertreibung und ich habe diesen Titel geschrieben, weil ich denke, dass es doch wichtig ist, Mitgefühl zu haben und einfach nicht auf irgendwen zu hören und loszuballern, sondern wirklich, wir sind alle Menschen, egal welche Hautfarbe wir haben, welche Sprache wir sprechen, wo wir geboren sind, wir sind alle gleich. Ja. Siehst und das du, darf man nie vergessen. Weil du die Gleichheit jetzt zum Ausdruck bringst, Mitgefühl für andere Menschen zu haben, sie als Gäste nicht nur zu behandeln, sondern auch willkommen zu heißen und gleichzeitig den Schlüssel der, ich würde schon sagen, des Einlebens weiterzureichen, nämlich in deutscher Sprache Fortschritte zu machen. Deswegen spiele ich viele meiner Lieder auch in Deutsch. Und mir hat kürzlich jemand, der aus Friedland kam, gesagt, Ronny, bei dir kann man sogar im Schlager ein bisschen Deutsch lernen. Ja, und wir werden uns jetzt ein schöneres Schlusswort, Entschuldigung, jetzt haben wir den ersten Versprecher heute drin, als dein Mitgefühl in dieser Sendung, auch für mich heute ein ganz tolles Gefühl für unsere Stammhörerinnen und Hörer, aber für all die, die per Zufall eingeschaltet haben, hier bei uns 107,1, das Stadtradio in Göttingen. Hier bei uns gibt's noch einmal Larissa Strogoff und danach darf ich mich oder muss ich mich leider von dir verabschieden, weil du auf die Autobahn musst und wieder gern heimfährst. Und hier hören wir die Armee der verlorenen Herzen. Larissa Strogoff. Die Trommeln, sie schlagen im eisigen Takt. Die Türen, sie fallen schnell zu. Nur Angst schlägt.
schleicht sich noch durch die einsamen Gassen. Der Krieg lässt hier keinen in Ruhe. Auf der endlosen Straße marschiert die Armee. Jeder will sich verstecken, um das Morgen zu sehen. Mit verlorenem Herzen fliegt der Rabe voran. Wer nicht fliehen darf, ist jetzt zur Ohnmacht verdammt. Eine Lerche singt ihre traurigen Töne gegen Lieder voller Hass. Was ist nur geschehen mit den Töchtern? Sind bald den Verzweifelten nah. Warum nur so viele so teuer bezahlten, wird im Herzen doch niemandem klar. Befehl ist Befehl, weil die Herren es so sagen, und keiner dort traut sich, warum nur zu fragen. Die Armee der Verlorenen kennt keine Brüder, sie folgen nur stumm jenen mächtigen Führern. Ein Schmetterling flattert durch Kugelhagel, verlassen im Sommerwind. Wo ist nur daraus. Und ja, ich habe daraus gelernt, dass man mit Larissa eine wunderbare Zeit hier bei uns in der Sendung haben kann, Schlagerlotte am Sonntag. Ich muss mal zum Ausdruck bringen, ich habe nicht oft Gäste hier. Das liegt am Konzept, weil wir Vielfalt von jedem etwas für jeden etwas spielen möchten, weil wir viele neue Namen berücksichtigen müssen, auch neue Kompositionen, wenn sie dann in unser Schlagerkonzept passen. Und du hast ja heute auch so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ja. Aber es hatte auch einen Grund, denn ja, so ein bisschen Telepathie haben wir schon gehabt. Ne? Mhm. Wir sind uns begegnet. Mhm. Und du hast mir jetzt vorgeschlagen, in der Liebe ja, gibt es auch ein Zauberland. Das entdecken wir jetzt ganz schnell. Und dann haben wir noch deine kleinen Abschiedsworte zu erwarten im Schlagerlotto am Sonntag. Zu den Sternen in der Nacht.
verband mich ein Gefühl. Und so viele Fragen flogen hoch hinauf und folgten doch dem Sternenlauf. Plötzlich hört ich leis ein Lied in meiner Fantasie. Lass die Liebe in dein Herz, schick deine Sehnsucht himmelwärts. Die Liebe ist ein Zauberland, wo schon so viel Glück entstand. Vertrau dich nur der Liebe an, dann verstehst du irgendwann. Schick alle Träume himmelwärts. Mich mit einem Mal so tief berührt von jenem Sternenlied. Lass die Liebe in dein Herz, schick deine Sehnsucht himmelwärts. Die Liebe ist ein Zauberland, wo schon so viel Glück entstand. Ich kann ja nicht einfach über meine Hörer verfügen. Ne? Aber ich weiß, eine Stammhörerin, eine liebenswerte Person aus Wehende-Nord, E aus W, so habe ich sie abgekürzt, die jetzt gesagt hat, Mensch, der hat ja da heute ganz schön die Kurve bekommen. Ne? Und die grüßen wir auch mal ganz herzlich. Ich habe dich in mein Herz gelassen und ich lasse dich auch so schnell nicht wieder raus. Aber unsere Hörerinnen und Hörer haben dich vielleicht auch in ihr Herz geschlossen und wünschen sich dann irgendwann mal wieder einen Titel von dir. Und ich hoffe, dir hat's Freude bereitet, bei mir im Schlagerlotto Gast zu sein. Ja, also mir hat das heute unheimlich viel Spaß gemacht mit dir und hier im Studio zu sitzen. Und ja, das war für mich eine wunderbare Erfahrung. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken und nochmal ganz herzliche Grüße zurücklassen an alle Hörer und Hörerinnen. Dankeschön, Larissa Strogoff. Schlagerlotto mit Ihrem Ronny Hof. Ja, die Larissa ist soeben aus der Tür gegangen und weiter geht's hier bei uns im Schlagerlotto am Sonntag auf 107,1.